Ich würde jetzt sogar sagen, so, lass wird mal gerade und dann stellen wir mal gerade das kleine Scheißerchen von Schmiede hier hin. So, dann wollen wir jetzt mal die Quest hier abgeben und gehen dann wieder zum Rekt hier zurück. Machen mal gerade das Türchen da auf, machen wieder zu, ganz toll. Und habe ich schon gesagt, hallo, hallo, wir sind hier wieder zurück in 7 Days to Die. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Dann könnten wir hier zusammen mit dem Rekt mal gerade ein bisschen verhandeln. You think you're pretty smart now, don't you? Ja, ich Here's your denke. pay, Einstein. Ja, da, danke für den Vergleich. Hier hast du, was ich dir schulden bringt. Ich habe Vorräte ja zurückgebracht. Und zwar, was hätten wir denn gern? Fertigkeitszeitschriftenpaket klingt immer gut. Wiring auch. Maisbrot ist natürlich auch immer sehr lecker und Erste Hilfe verwende. Ich glaube, ich nehme mal die Zeitschriften. Grundsätzlich. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Und vielleicht noch direkt die Nachfrage, ob er noch was hätte für uns, was vielleicht ganz nett ist. Abholen auf 700 Meter. Das hielt jetzt schon sehr weit, 1,5, 1,4 Kilometer oder ja, die Zombies I beseitigen. got some shit work for a fuck up like Ah. you. Verzeihung. Bei Pass and Gas. Zeigt, dass du das Zeug dazu hast, ein Mitglied der Läufer von White River zu werden. Du musst die Zombies bei Pass and Gas Store beseitigen. Ja, Get das probieren wir moving, mal. jackass. This don't pay by the Ja, hour. ist ja gut, ist ja gut. Jetzt lasst uns mal gerade gucken, wo das denn sein könnte. Ah, hier geradeaus. Da müssten wir jetzt hin. Wie voll sind wir denn? Relativ voll. Wir öffnen erstmal hier und sehen da Tools-Digest. Für Werkzeuge, das benutzt man natürlich nochmal. Direkt zweimal. Und Scrapping for Fun. Der Schrott des einen ist des anderen Schatz. Genau, das benutzen wir auch noch. Jetzt haben wir einen Schraubenschlüssel. Ah, Schraubenschlüssel. Okay, müssen wir gleich mal gucken. Und Armut ab. Das lernen wir auch jetzt gerade noch zweimal. Sehr schön. Ich glaube, den Rest bringen wir da gerade nach Hause. Schraubenschlüssel, kann ich mal gerade. Ja, ist ja gut. Mittlere Rüstung freigeschaltet. Aha. Lasst uns mal ganz kurz gucken. Ja, was ist denn hier los? Was macht denn alles hier? Schwere Rüstung freigeschaltet. Okay. Geschmiedetes Eisen brauchen wir. Vielleicht sollte man mal eine Forge bauen. Das wäre doch mal ein Anfang, oder? Forge. Also Schmiede. Schmiede. Dafür bräuchte man Pflasterstein. Das kriegen wir hin. Klebeband musste ich gucken zu Hause. Ich glaube, das sollten wir uns vornehmen. Vielleicht machen wir als erstes dann da mal. Wartet, wie geht das verfolgen? So, ja. Ich müsste erst mal anfangen mit der Schmiede. Holzklotz. 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 Genau. Dafür braucht er bestimmt Holz. Das habe ich mir schon fast gedacht. So, was bräuchten wir? Ah, jetzt sehen wir jetzt auch oben, wo wir auf Verfolgen gegangen sind, der Schmiede. Wir bräuchten jetzt doch 10, 3D. Das haben wir zu Hause. Moment, wo wohnen wir denn? Da. Ich geh mal hier raus. Hier ist auch schön. Doch. Pflastersteine. Wir brauchen Pflastersteine und davon noch ein paar. Und Klebebänder. Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir die daheim noch haben, aber müssten wir eigentlich. Weil dann sollte man mal gerade einen Platz finden, für uns eine Schmiede zu bauen. Für dann geschmiedete Stahl zu machen. Um dann, jetzt habe ich, seht ihr, da verliert man sofort wieder den Faden. Aber weiß jetzt nicht mehr, was war der Ursprungsgedanke, was wir bauen wollten. Während dem Quatschen ist mir aber gerade wieder eingefallen, wir wollten den Schraubenschlüssel machen. Um dann wiederum mit dem Schraubenschlüssel, was weiß ich, noch mehr Elektrozeugs abzuschlagen. Und zu sammeln. Aber wie gesagt, machen wir jetzt erstmal peu à peu. Hier wohnen wir jetzt auch schon. Wir haben ja auch ganz tolle Nachbarn hier. Die hängen den ganzen Tag hier ab und sahen einfach nichts. Sehr sympathisch. Sind auch sehr ruhig. Ah! Oh, ey, die erschreckt mich jedes Mal, die Alte. Oh, Merkel. Das ist unglaublich. Ich hatte gedacht, ich hätte die erledigt beim letzten Mal. Ich glaube, wir sind nur vorbeigelaufen, ne? Ja, mein Fehler. Und wir sammeln gerade noch hier ein, was es hier gibt. Lecker Toastbrot. Von vor 5 Jahren. Lecker. Was haben wir hier noch? Schön. Schön, schön. Sehr schön hier. Gut. Oh, den Wagen hier. Den könnten wir vielleicht gerade noch gucken. Und das hier. Oh, da liegt ja wer. Oh, das ist Marleen. Marleen hat geschlafen. Ja, Moment, Marleen, Marleen, Marleen. Ja, Marleen. Ich wusste, dass du zuerst zuschlägst. Achso, kein Geduld. So, Moment, warte, warte. Ja, genau, bleib liegen. Warte jetzt noch einmal hier so. Ja, und so. Schön. Ah, super. Was haben wir jetzt gesagt? Was haben wir jetzt alles eingesammelt? Irgendwas. Haben wir das Auto jetzt entleert oder habe ich das jetzt nicht gemacht? Das ging jetzt so schnell. Ne, haben wir nicht entleert. Da sind nämlich noch ein paar Pfeile drin und ein paar Nägel. Und ich glaube, jetzt gehen wir auch. Bevor jetzt doch hier jemand aufsteht. Stacheldraht. Ganz, ganz vorsichtig hier sein. Ja, ist ja gut, wir wiegen zu viel. Ich weiß, ich weiß. Deswegen entladen wir uns jetzt. Shit, es geht spät. Okay, dann machen wir das jetzt ganz in Ruhe. Erstmal ganz entspannt mit dieser Schmiede. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Hierfür lagern wir erstmal gerade hier was drin, beziehungsweise lasst mich mal gerade ein bisschen was kochen. Wir haben auch wieder Hunger und Durst, da kommt ja in der Zwischenzeit schon immer mal wieder vor.
Zum Glück haben wir genügend Holz. Bumm, so rein. Und jetzt wollen wir mal gerade gucken, hier Rezepte, hier lecker Speck und Eck. Das machen wir jetzt direkt 8 Stück davon, da sind wir erstmal wieder genährt. Das wieder zurück, das hier kommt natürlich auch in die medizinische Abteilung. Und weiß der Geil, was da noch reinkam? Ah ja, hier, dieses verrottete Fleisch. Genau. So, jetzt lass mich mal gerade ganz kurz nachdenken. Hier, das, hier die Coins, die würde ich mal gerade gerne auf die rechte Seite parken. Und das war's. Ah, hier. Das hier, okay, haben wir. Jetzt brauchen wir noch so Rohre. Wie viele brauchen wir davon? 3. Wie geht das hier nochmal? 1, 2, 3. Bumm. Haben wir? Ja. Vielleicht schauen wir uns mal gerade noch ein paar Patronen mit für die Waffe, ja, wenn wir schon dabei sind. Schauen wir gerade noch ein paar mit. So. Was haben wir jetzt noch gesagt? Achso, das hier parken wir mal dahin. Fallerie und Fallera. Und das hier noch dahin, genau. Sortierung machen wir dann nachher noch in Details. Das hier ist zum Beispiel alles schon mal gut für das Auto. Kann man sich schon mal merken. Das sind so elektrische Teile, die packe ich immer gern auf einer Linie, in Anführungszeichen. Und ja, ich würde sagen, das Geld parken wir auf der anderen Kiste. So, und jetzt können wir noch das hier reinparken, vielleicht hier unten hin. Damit wir direkt wissen, was können wir bei dem Trader, wenn wir wieder da sind, beim Recky, verkaufen. Weil ab und zu kommt ja mal vor, dass man was verkaufen will. Und da gehen wir wieder Knete und dann sind wir wieder glücklich. Das hier schmeiße ich auch mal gerade da rein. So, jetzt bräuchten wir aber noch, jetzt sehe ich gerade, wir brauchen noch 3 Leder, die wohnen wieder hier. Davon haben wir auch genügend. So, hier 3. Das war zu viel. Na gut, kriegst einen zurück. Ist auch gut. Und, okay, okay, Pflastersteine. Das ist keine Übung, das kriegen wir hin. Und zwar wie viele? Wie viele brauchen wir jetzt? 147, wir könnten eigentlich auch alle machen, technisch gesehen, ne? Ich mache jetzt mal einfach spontan alle, dann haben wir zwar keinen Stein mehr, dann wissen wir auch schon mal, was wir sammeln müssen. Weil wir brauchen Pflastersteine. Dann können wir eine Forge machen. Und wo parken wir die hier hin? Das ist jetzt die Frage. Und wie... Ah, da, oh, das hat nur 1500. Wir könnten das hier erweitern. Wenn ich das hier jetzt abschlage, dann könnten wir hier das erweitern, könnten wir uns mal noch Blöcke machen. Aber wir haben noch hier die Blöcke. Die könnten wir eigentlich gerade mal direkt verwenden. Darf ich mal gerade gucken, wie das aussieht. Nur mal angenommen, wir würden das hier etwas weiter in die Länge ziehen. Dann hätten wir hier noch mehr Fläche. Ja, das würde gehen. Das wäre eine Idee. Also hier ist ein langer Flur, den könnten wir auch noch erweitern. Aber das hier ist natürlich... Nee, das hat auch nur 1500 Struktur. Das geht. Also das können wir uns sehr, sehr gemütlich machen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich hier hinten mit der Forge anfange. Dann würde ich das hier nämlich alles etwas breiter machen. Glaube ich. Komm hier hoch. Das hier muss ich doch abschlagen, weil das hier ist ganz, ganz blöd mit dem Geländer hier. Das so... Nee, gefällt mir nicht. Deswegen würde ich sagen... Ich mache jetzt einfach mal hier die Seite kaputt. Das geht jetzt auch ganz schnell, das dauert keine 3 Stunden. Sollte man sehen, wie schnell das jetzt hier abgeschlagen ist. In der Zeit kann er noch ein bisschen das Essen köcheln. Vor sich hin. Oh, Moment, wartet gerade. Wo wir gerade dabei sind. Wir holen uns mal gerade hier Wasser raus. Wasser, Wasser. Und das mal gerade noch abkochen. Rezepte und koch es ab. Gut, dann darf das schon mal abkochen. Dann könnten wir uns ja gerade 1 gönnen. Ja, so. Okay, dann können wir jetzt auch voller Tatendrang weiterarbeiten, weil wir jetzt gesättigt sind. Wir haben jetzt auch die Schmiede, wir können sie jetzt auch bauen. Schmiede, ja, bau die mal. Ach, die ist ja breiter jetzt, ja, das hatte ich vergessen. Die hat jetzt neuen Look und die ist jetzt breiter, dauert jetzt 20 Sekunden. In diesen 20 Sekunden haben wir gerade noch die Wand da ab. Und dann habe ich das Gefühl, wir bräuchten mehr Fläche, ne? Ja, nicht kaputt machen hier. Das bedeutet, müssen jetzt auch hier die Seite abschlagen. Und da wir jetzt schon gerade dabei sind, könnt ihr euch auch denken, dass wir noch den Block da abschlagen. Weil dann machen wir den hier und den da und den hier und den da. Und wenn wir das erledigt haben, dann melde ich mich auch so gleich wieder. So, das haben wir erledigt. Jetzt würde ich sagen, ich habe doch das hier ein bisschen upgraden. So ungefähr so und noch so. Ja, jetzt bin ich gerade am überlegen, wenn wir das hier noch kaputt machen würden, dann könnten wir das hier noch ein bisschen höher ziehen. Dann müssen wir da noch kaputt machen. Da bin ich jetzt am Nachdenken. Das hier sind halbe Wände, ne? Ja, das sind halbe Blöcke. Okay. Gut, das lassen wir jetzt erstmal so. Dann würde ich tatsächlich sagen, machen wir das hier auch noch. Ja. So viel Zeit muss sein. Bumm. Und bumm. Das hier könnten wir abschlagen und dann halbe Wände noch weiter hochziehen. Ich denke, das wäre auch noch eine Idee. Das machen wir gerade noch. Und dann können wir auch direkt die Forge hinstellen. Geht ganz schnell. So, das ist jetzt auch weg. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, bauen wir hier, weil ich habe gerade gesehen, hier ist auch noch hier schön Plattform. Ja, da könnten wir eigentlich noch hinstellen, weil wir müssen ja auch noch mit der Wand rechnen.
Und den da kopieren wir mal gerade in der gleichen Position. So. Und nochmal in der gleichen Position. Bumm. Ja, das machen wir jetzt mal gerade so. Und hier noch auf der anderen Seite wieder nochmal spiegeln. Bumm. Weil dann käme ja hier wiederum, nochmal kopieren, danke, so wieder, wisst ihr, so hin, vielleicht, oh. Ja, das ist das Problem, wenn man hier diese Blöcke baut. Ich mag dann lieber die Blöcke, die man nochmal abziehen kann, wisst ihr, was ich meine? Hidi, Hidi, weil, dann könnten wir den Block auch wieder ersetzen. Also wenn wir den jetzt so hinstellen und sagen, oh, falsch gemacht, da kann man wieder abziehen. Das geht mit den Blöcken hier nicht. Aber ist okay. So haben wir eine gewisse Vorstellung. Schade, die Lampe da nicht mehr funktioniert. Ich würde jetzt sogar sagen, so, lass wird mal gerade. Und dann stellen wir mal gerade das kleine Scheißerchen von Schmiede hier hin. Ist jetzt die Frage, ja, wird jetzt doch besser aussehen, wenn es so steht, anstatt so, ne? Also so. Sprich, dass hier der Ausgang wäre, für noch hinten in den Garten zu kommen. Also stellen wir sie mal gerade jetzt so hin. Achtung, bumm. Dann, ja toll, wir haben sie hingestellt, ja, Schmiede platzieren ist abgeschlossen. Das hier kommt dahin und hier, falls wir uns hier was, wisst ihr, einen Ausgang machen wollen, falls irgendwas hier hinten rum passiert, müssen wir schnell rauskommen. Deswegen lassen wir mal gerade hier so einen klitzekleinen Ausgang und bauen hier draus vielleicht so eine klitzekleine Treppe, sowas hier. Vielleicht ganz normal gerade bitte, also einfach, so, so, schön, wunderschön. Und ja, jetzt gucken wir mal uns das Ganze an. Was brauchen wir denn hier? Frisch- und Blasebalken, ein Amboss und ein Schmelztiegel. Alles haben wir jetzt noch nicht. Aber wir haben Holz. Und das können wir schon mal reinsetzen. Das machen wir jetzt auch so. Und dann könnten wir schon Eisen reinschmeißen. Zum Beispiel. Und ein bisschen Lehmboden und einschalten. Und dann schmelzt der das für uns. Und dann fällt mir auch direkt ein, dass wir in dieser Kombination am besten noch eine Kiste bräuchten, und zwar hier so eine Holzaufbewahrungskiste, ungefähr die da. Ja, die sieht gut aus. Die holen wir uns jetzt hier balalala, darunter. Ja, ich pack das hier mal gerade mal dahin. Jetzt die Frage, beim Rundbogen oder hierhin? Beim Rundbogen oder hierhin? Weil hier sieht ja blöd aus, ne? Das ist doof. Und hier mit der Nische können wir jetzt nicht arbeiten, weil hier ist ja schon zu. Also würde ich tendenziell sagen, wir packen sie mal gerade hier hin. Ich packe irgendwie jetzt gern oben hin, ja. Hier die Lampe ist ja kaputt, die könnten wir technisch gesehen mal gerade abmachen. Außerdem haben wir jetzt Nacht. Und wir sind durstig. Das heißt, da kann man in der Nacht auch die Lampen abschlagen und etwas trinken. Oh, wir haben keinen Lagerfeuer mehr. Hätte schon alles verbraucht, ist ja gut. Einschalten. Weil dann können wir uns direkt auch hier noch einen Tee machen. Wir wollen jetzt die roten Tees bevorzugen. Oh, wir könnten auch schon größeren Teesamen machen. Jetzt ist die Frage, wo wir dann anpflanzen, ne? Fragen über Fragen. Rezepte? Ja, roter Tee. Ja, wir können ja nur einmal machen, ne? Haben wir jetzt erst ein Wasser. Müssen wir gerade ein bisschen warten. Ich würde sagen, wir schmeißen mal gerade noch so ein bisschen Beckeneck hier rein. Gleichzeitig gucke ich mal, wir brauchen das hier. Plus. Haben wir das überhaupt schon? Ich sehe es gerade nicht, ne? Ich glaube, wir haben das noch nicht, was ich denke, was wir brauchen. Nee, ich glaube, wir haben das hier. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst ja gar nicht, was ich meine. Ich rede mal laut. Und zwar, für das hier zu bauen, brauchen wir Nitratpulver. Finden wir draußen. Wir haben jetzt gerade nicht zur Hand. Das bedeutet, dass wir das hier wieder zurückschmeißen hier rein. Ungefähr so. Und dann legen wir mal gerade die Nägel hier noch rein und das da. Kleber kann hier rüber. Gleichzeitig kann aber das hier wieder da und darüber. Gut. Ja, und dann warten wir jetzt gerade noch ein bisschen auf den Tee, beziehungsweise wir können auch direkt hier Rezepte nochmal roten Tee machen. So, das läuft. Dann warten wir noch auf das eine Glas hier, das ist jetzt auch direkt beendet, deswegen warten wir gerade noch da drauf. Und dann muss ich nachdenken. Oh, es gibt doch reines Mineralwasser, wie schön. So, jetzt noch einmal roten Tee. Was ist denn das Problem? Achso, ich muss das rausholen. Jetzt können wir es kochen. Fertig. Dann das hier wieder zurück. Valerien, Valera. Und was wurde mir gesagt? Garagentor. Ihr habt in den Kommentaren geschrieben, dass Garagentor hier reinpassen würde, und zwar dann mit einer dreiflächigen Fläche. Allerdings kann man noch kein... Hier, 3x2. 3x2. Das hier ist 2x2. Und das Garagentor, ja, ist korrekt. Super toll. Dafür brauchen wir eine Werkbank. Moment, lass mich mal ganz kurz gucken. Wie geht jetzt Werkbank? Werk? Können wir die denn schon bauen? Dürfen wir das denn schon machen? Ja. Wir dürfen das schon tun. Wartet. Dann habe ich eine Idee. Wir brauchen geschmiedetes Eisen für eine Wrench, also für hier einen Schraubenschlüssel.
Mit dem Schraubenschlüssel wiederum können wir die mechanischen Teile abbauen. Und dann können wir uns wiederum die Werkbank machen, um mit der, was wollten wir jetzt nochmal tun? Ah ja, das Garagentor zu machen. Das bedeutet, dass wir jetzt eigentlich warten müssen, dass wir hier, wisst ihr, hier geschmiedetes Eisen. 16. Ja, das klappt, das klappt. Wir waren, oh, das dauert aber 3 Stunden. Ja, was ist das denn? Eine Visierlinse. Wow. Das war das mal gerade einmal lesen. Eine Schlüsselkomponente zum Erfolg eines Scharfschützen. Gespiedet in einer Schmiede und verwendet, um verschiedene Visiere zu fertigen. Noch nie gesehen. Cool. Okay, dann, wie gesagt, wir warten jetzt gerade hier drauf, weil wir haben ja noch ein bisschen geschmiedet. Hab ich irgendwas gehört? Ich hab gedacht, ich hätte was gehört. Alles gut hier. Wrench. Lasst mich mal ganz kurz gucken. Wrench. Merkt euch auf jeden Fall mal Werkzeugbank, die müssten wir als nächstes machen. Wrench, jetzt bin ich am Schreien. Hier im Text. 4. Wartet. Klebeband. Ich habe kein Klebeband mehr. Was braucht man noch hiervon? Wie macht man ein Klebeband? Klebeband konnte man doch auch selber machen. Ja, das ist. Jetzt fängt das Spiel an. Ich will nicht schreien. Hör doch mal auf zu schreien. Nee, Entschuldigung. Jetzt kommen wir von Steinchen zu Stückchen, ne? Klebeband. So, jetzt haben wir das. Kleber und Stofffetzen. Okay, okay. Also, wir brauchen Stofffetzen. Und Kleber. Für. Wie viel Tape braucht mir jetzt? 2, glaube ich, ne? Ich mache mal gerade 2. Das ist jetzt wieder die Aufgabe, wisst ihr, man will das eine machen, brauchen wir dafür die anderen Sachen. Aber um das zu machen, brauchen wir wiederum die anderen Sachen. Ja, ich glaube, ich hole mir gleich einen Block und Bleistift und schreibe mal alles auf. So, das hier haben wir aber jetzt, ne? So, und jetzt, lass mich mal denken, was wollten wir jetzt meine Ranch? Erster Schritt, Raumschlüssel. Was fehlt? 2 geschmiedete Eisen, die kriegen wir hin. Oh, guck mal, wie schön das hier... Schön brennen. Das sieht optisch sehr gut aus. Das gefällt mir. Ein bisschen Rauch hier. Das ist okay. Da kann ich abdampfen. Schön. Okay. Dann haben wir jetzt die... Oh Gott, die braucht 2 Stunden. Okay, die braucht 2 Minuten. Das dauert ein bisschen. Ist okay. Dann warten wir gerade. Schmeißen das hier gerade nochmal zurück.